Willkommen in McFarland. Die Leute hier arbeiten auf den Feldern. Niemand interessiert sich für die Kids. Sie kommen von den Feldern und gehen wieder auf die Felder. Mr. White, wenn wir was bewirken wollen, dann jetzt. Habt einen schönen Tag. Ich bin Coach White, euer neuer Sportlehrer. Diaz, Diaz, Diaz. Ziemlich verbreiteter Name da, wo ihr herkommt. White, verbreiteter Name, wo Sie herkommen. Okay, rennt eine Runde. Los! Die sind aber schnell. Sind's. Crosslauf. Die ersten kalifornischen Meisterschaften. Sie wissen aber, dass wir kein Team haben. Ja. Waren Sie denn schon mal Crosslauf-Coach? Nein. Haben Sie an Wettkämpfen teilgenommen? Nein. Perfekt geeignet, würde ich sagen. Hat einer Danny gesehen? Danny Diaz? Hey, wir brauchen 7. Du bist mein Schlussläufer, Danny, und nicht, weil du fett bist. Du bist ein bisschen fett, okay? Also du musst ein bisschen abspecken. Los geht's. Denk dran, die niedrigste Punktzahl gewinnt, wie beim Golf. Das hier ist kein Country Club, wir haben nicht mal einen Supermarkt. Ich wusste nicht, dass McFarland ein Team hat. Nicht einschlagen! Vierter Platz? Das ist gar nicht übel. Vierter von 4, man könnte auch letzter sagen. Vielleicht klappt's das nächste Mal. Wenn meine Jungs mit ihnen trainieren, können sie nicht für mich arbeiten. Das können wir uns nicht leisten. Niemand bleibt in McFarland, wenn er nicht muss. Diese Stadt hat nichts vom amerikanischen Traum. Ich glaube, laufen ist das Beste, was dir passieren konnte. Genau wie mir. Was ist hier los? Wir sammeln Geld. Meine Jungs brauchen neue Trikots. Sie sind ein guter Mensch, deshalb helfe ich ihnen. Und jetzt gehen Sie duschen. Ich will ehrlich zu euch sein, die Chancen stehen schlecht für uns. Aber ihr Jungs seid übermenschlich. Mit dieser einzigartigen Stärke könnt ihr alles schaffen. Ihr habt das Herz dazu. Zeigt ihnen, wo es lang geht. Find deinen Rhythmus! Uno, dos, tres. Sag deinem Vater, es war mir eine Ehre, von ihm eingeladen zu werden. Dad, er sagt, es war ihm eine Ehre, von dir eingeladen zu werden. Sag ihm, ich bedanke mich. Mir in den Rücken zu fallen. Jemand peilt uns mit einer Sam an. Notfall-Evakuierungsprogramm einleiten. Wir müssen sie hier rausschaffen, Mr. President. Warten Sie!